So, ihr Lieben, ich hoffe, es ist nicht ganz so windig. Wir sind jetzt seit knapp 3 Stunden in Colorado. Da steht unser Mietwagen. Das ist ein Dodge Journey. Das ist ja schon Geländewagen. Wir haben bei Enterprise gemietet. Und der Tristan hat ja in Deutschland schon vorgebucht. Wie sehe ich eigentlich aus? Und wir sind dort angekommen. Wir sind ewig gelaufen, zur Station zu kommen. Wir waren am Ende der Stadt. Wir sind jetzt hier in Denver. Und dann sagt die Mutti, die Reservierung geht nicht, weil die nicht auf den Namen von mir ist, weil ich hier als Fahrer gehen will. Und dann hat der Preis nicht mehr funktioniert. Wir wollten eigentlich mit so Treuepunkten bezahlen, das ging auch nicht. Und hin und her, am Ende musste ich dieses Auto hier buchen. Ich habe das für einen Tag gemacht, damit man mir die Punkte transferiert. Der Tristan ist gerade beim Starbucks und da gehe ich jetzt auch mal rein. Aber es war echt ein anstrengender Tag und wir lassen ihn jetzt irgendwie ausklingen. So, das ist jetzt das Zimmer hier in Denver. Der Tristan hat auch so eins. Der Tristan hat 2 Zimmer gebucht. Das ist richtig cool. Ein Riesenzimmer. Für mich ganz alleine. So, ihr Lieben, wir sind in Amerika. Sprit ist billig. Wir zeigen jetzt, wie Amerikaner sich noch schnell eine Zahnpasta holen. So, ich habe eingekauft. Der Tristan hat sich Süßkram geholt. Hallo, hallo. Zeigen. Tristan hat sich Süßkram geholt. Soll ich euch was Wichtiges erzählen? Ihr denkt ja jetzt, wir sind voll weit weggefahren, ne? Der Tristan zeigt mal auf das braune Gebäude da. Tada! Das ist unser Hotel und das ist der Tristan. 7-Eleven. Mit dem zu Fuß. Nicht mal eine Minute, aber wir haben uns das abgeguckt bei den Amerikanern. Am nächsten Tag machten wir uns auf den Weg nach Farmington in New Mexico. Müssen aber vorher unser schönes Auto tauschen. Der Tristan parkt geradeaus. Weil wir, jetzt fährt gerade eine Bahn vorbei, weil wir ja nur für diesen einen Tag buchen konnten. Hallo Tristan. Und wir mit Punkten bezahlen wollen und das geht leider nur am Flughafen und dann holen wir jetzt ein anderes Auto. So ist das halt. So, ihr Lieben, auf geht's in die Rocky Mountains. Wir haben ja das andere Auto abgeben müssen, haben dann irgend so einen kleinen Geländewagen aus dem Hause Jeep bekommen. Und als wir dann so, was weiß ich, 2-3 Meilen gefahren sind, ist das Auto auf einmal nach rechts gezogen und irgendwas hat mit der Lenkung nicht mehr gestimmt. Wir sind eben hin, ganz lieb und nett. Und jetzt haben wir ein Auto, ich würde mal sagen, wenn das ein Familienwagen wäre, ist das Ding so groß wie ein Charan, nur es ist ein Geländewagen. Aber wir zeigen es nachher nochmal. Und jetzt geht es erstmal in diese Richtung. Denver nach Farmington braucht man etwa 7 Stunden. Natürlich haben wir uns auch ein bisschen die Gegend angeschaut und ein paar Umwege gemacht. Und so hat es knappe 9 Stunden gedauert, bis wir dann endlich an unserer Zwischenstation angekommen waren.
einer sehr kurzen Nacht ging es für uns auch gleich weiter in den Bundesstaat Arizona zum Grand Canyon. Ganz schön lang das Teil, ne? Immer nur geradeaus. Ja, aber wie weit, ne? Und sonst nur Acker. Acker und Weidefläche, ne? Am Vierländereck von Colorado, New Mexico, Arizona und Utah ging es für uns erst einmal in die Wüste. Durch eine wirklich unbeschreibliche Landschaft erreichten wir endlich den Abschnitt des Grand Canyons im Bundesstaat Arizona.